Heute versuchen wir, nach dem Ausschlussverfahren auf Goldschleie zu angeln. Und wir versuchen, alles auszuschließen, was karpfenmäßig ist, was wir nicht haben wollen. Wir wollen maximal die Schleie hier haben und natürlich im Idealfall auch die Goldschleie. Und die Bulli hatte das die Tage im Livestream-Chat gesagt und meine allen, versucht doch mal hier auf 5563, einer der ganz klassischen Spots natürlich, und zwar auf einen bisschen speziellen Köder, auf Borkenkäferlarve. Das ist natürlich ein Ding und da teste ich jetzt, was da geht. Das Ding wurde hier, also die Goldschleie wurde hier auch schon gefangen. Und zwar mehrfach, ganz entspannt, ja, ohne viel Stress zu haben, ohne dass man hier dicke, fette Karpfen, dicke, fette Drills hatte, sondern einfach mit relativ simplen Setup hier und dann eben auf Schleie und auf Goldschleie. Das schmeckt natürlich und wie gesagt, man hat den Vorteil, dass eben nicht so viel, naja, Karpfen und so reingehen und die Fische, die man vielleicht gar nicht auf einem relativ feinen Setup haben will. Ich bin jetzt hier gerade mit dem Set vom Kupfersee unterwegs, also mit einer 6000er Rute, mit immerhin noch 18 Kilo. Ich könnte sogar noch feiner reingehen, aber ich teste eben erstmal und wir gucken erstmal, was hier so geht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier mit einem ungefähr 9 Kilo Setup ganz fantastisch aufgestellt ist, aber das probiere ich dann später erst nochmal aus. Jetzt so wie es hier ist, relativ simpel das Ganze. Einfach wie immer hier auf 21 Meter weit raus, denn da vorne haben wir ja so eine Kante, so einen Kantenbereich von einer Muschelbank. Ich zeige das mal eben auf der Map. Also hier oben in dem Bereich ist das, kann man immer gut erkennen an diesem komischen Dreieck. Und wir werfen dann links daneben, denn hier könnt ihr euch vorstellen wie so eine Banane. Zack, hier liegt wie so eine Banane, so eine Muschelbank. Einmal so halb rum und hier haben wir diese Schilfkante. Und deswegen werfen wir über die Spitze der Schilfkante und landen dann bei 21 Meter genau an dieser Muschelbank. Also das ist genau die Stelle, wo wir hier landen wollen. Und wie gesagt, da hinten, da kriegen wir das hin mit dem Auge. Ich glaube nicht so ganz. Da ist auf jeden Fall so diese Muschelbank. Und ja, da werfen wir dann immer hin. Muschelbänke lohnen sich immer mal wieder, denn ja, das scheinen recht viele Spots zu sein von verschiedensten Fischen. Die ersten Schleien sind auch schon drin, jawohl, und gehen auch schon rein. Das Schöne ist, bei der Aufgabe mit der Schleie, oha, das ist aber weiter abgedriftet, da werfe ich nochmal. Das Schöne ist, bei der Aufgabe mit der Schleie, das Gewicht ist ja egal. Das heißt also, wir können jetzt hier, so ist gut. Wir können jetzt hier eine Goldschleie fangen und wenn sie auch nur 200 Gramm wiegt, haben wir ja die Qualifikation oder diese Aufgabe, fange eine Goldschleie, haben wir ja schon erledigt. Aufgabe 5 und dann Punkt 2, das ist sie hier, da haben wir es auch schon, fange eine Goldschleie am Bärensee. Ich habe das mit Honigteig gemacht, kann man natürlich genauso gut machen oder einfach eine Route hier vielleicht mit dem Honigteig kombinieren. Ich habe das auf 5531 gemacht. Das habe ich da noch nicht probiert mit der Borkenkäferlarve. Ich wollte das hier als erstes testen, weil die Bulli sagte, hier soll das ganz gut funktionieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es an den anderen drei klassischen Spots einfach sehr gut funktioniert. Raus damit und dann da testen, weil es eben nach diesem Ausschlussverfahren geht. Wir schließen alles Große und alles aus, was eben auf diese Teigköder, auf Käse, auf, ja, auf die klassischen Köder für die Schleie sonst, was da eben sonst immer reingeht. Ein ganz anderer klassischer Köder für Schleie wäre natürlich auch Made an für sich. Die Borkenkäferlarve hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Aber damit soll das wohl auch ganz gut gehen. Und ja, wenn wir mit der Made tatsächlich ja auch manchmal Schuppenkarpfen und so rankriegen. Mal gucken, wie das hier mit der Borkenkäferlarve ist. Ob die dicke, fette Schuppis liefert. Ich mache mal hier das Futter raus. Das sollte, glaube ich, mittlerweile mal reichen an Futtermische. Auch wenn ich so ein bisschen gestreut habe hier in der Area. Aber dann sollte mittlerweile die gesamte Area hier gut eingefüttert sein. Gucken wir uns natürlich gleich nochmal an im Detail,
Das ist eine Futtermische, die sich komplett eher auf das Larvige konzentriert. Auch hier nochmal raus. So. Und dann gib ihm. Ja, jetzt ist natürlich Durchhalten angesagt, ne? Das Schöne ist, wir haben hier eine richtig gute Frequenz. Ihr seht, gerade wieder ausgeworfen, sofort schon wieder Biss. Also eine hohe Frequenz, das ist eben auch nochmal super wichtig, damit wir einfach ständig die Chance haben, dass hier zufällig die Goldschleie mit reinballert. Das ist natürlich das A und O. Und dann heißt es aber trotz allem immer noch Geduld haben und hoffen, dass das passiert. Grundsätzlich bin ich gerade so ein bisschen... Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Bisschen skeptisch, dass es funktioniert, weil jetzt gerade eben auch noch eine Kaltphase wieder da ist, ein kaltes Wasser. Ich wäre da jetzt eigentlich eher im, ja, ich sag mal, im ufernäheren Bereich unterwegs. Ja, oder einfach warten, bis das Wasser tendenziell eher warm ist. Bei mir ist sie reingegangen bei Warmwasser, beziehungsweise auf Normalwasser vielleicht warten. Jetzt gerade haben wir halt die nächsten Stunden komplett wieder kaltes Wasser. Ist vielleicht nicht so ideal. Also tendenziell eher warmes Wasser oder normale Wassertemperatur und so ein schön sonniger Tag. Das hat in der Regel ganz gut funktioniert für die Goldschleie. So schön 20 Grad warm war zuletzt gar nicht so schlecht. So, jetzt kann man eben gucken. Hier hat überall was gezuppelt. Vielleicht sind es überall noch die Rotaugen, die dran rumzuppeln. So, stramm ziehen, stramm ziehen und auch nochmal stramm ziehen. Ja, und dann heißt es, wie gesagt, raus, raus, raus. Den nächsten Test werde ich hier unten gleich auch nochmal machen, auf 17 Meter natürlich. Da ist es nochmal ein bisschen näher, vielleicht auch ein bisschen flacher. Also da einfach nochmal testen, weil hier der Bereich, der ist ja schon auch so, ja, ich sag mal so rund 2,5 Meter tief. Vielleicht, wie gesagt, ist es ein bisschen flacher, diesmal ein bisschen besser, weil das Wetter einfach oder das Wasser heute speziell so kalt ist. Ja, gestern auch noch eine Nachricht bekommen vom Magic Fruit Deer. Der hat auch ordentlich hier probiert und lange, lange gesucht. Und er hat dann auch die Goldschleie mit einer richtig guten Größe, 2,5 Kilo, abgeschlossen. Auch das natürlich richtig, richtig nice. Verdiente 50.000 XP auf Borkenkäferlarve. Ja, auch relativ schnell ging das dann. Einmal den Köder gewechselt und dann ging das auf einmal los mit dem richtigen Fisch. Also, Aufgabe auch erledigt. Jetzt heißt es hier, wie gesagt, Geduld haben, trotz allem immer noch. Und rausziehen, rausziehen, rausziehen und dann hoffen, dass irgendwann neben den ganzen Rotaugen und Co. die Goldschleie reinballert. So, ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal eben in die Futtermische rein. Ansonsten auch ganz klassisch, ne, wenn ihr noch nicht verschiedene Komponenten herstellen könnt bei der Futtermische. Einfach nur, oha, einfach nur Schleienfuttermische. Kann man natürlich auch machen, gerade wenn man jetzt gerade so unterwegs ist mit den... Guck mal, die hangen irgendwo fest. Das ist ja ein Ding, ne? Die hangen da vorne im Grün irgendwo fest. Ja, Schleienfuttermische einfach nehmen. Und raus damit. Also besser als gar keine Futtermische. Dann einfach die Schleienfuttermische. Bei mir ist es jetzt gerade die larvige Futtermische, weil ich eben komplett mit Larve unterwegs bin. Und ihr seht, es gibt verschiedene Komponenten für Larven. Und deswegen hatte ich hier eine Larven-Mais-Komponente jetzt gerade gemacht. Maismehl als Basis ist immer wichtig für die Schleie. Zuckmückenlarve mit drin, Zuckmückenlarven, Feedpellets mit drin. Caster ist jetzt nochmal mit drin. Könnte man vielleicht sogar noch ein Maiskorn mitnehmen statt Caster. Fällt mir gerade so ein. Ja, durchaus eine Option. Sahne nochmal mit rein, weil Sahne auch immer wieder positiv für die Schleie. Und dann nochmal Zuckmückenlarven-Extrakt. Hier könnte man auch wiederum auf Sahne gehen, damit man vielleicht das, ja, das Sahnige nochmal so ein bisschen mehr pusht. Aber das sind eigentlich so Komponenten, die immer wieder ganz gut funktionieren. Auch da vielleicht einfach ein bisschen dran rumspielen. Da gibt es bestimmt noch verschiedene Möglichkeiten, das abzuändern. Ich hatte für verschiedenste Fische auch immer mal wieder larvige Futtermischen gemacht und dann eben auch immer wieder diese Komponenten damit reingemischt. So, gucken wir hier nochmal ein bisschen. Hier ist auch schon wieder was drauf. Ja, und ihr seht, die Fische, alles in allem, sind natürlich nicht groß. Das ist jetzt hier keine Sache, wo man wahnsinnig viel Cash macht, sondern es geht hier gerade einfach nur darum, eine kleine Goldschleie zu fangen und das Ding endlich abzuhaken und zu hoffen, dass da was funktioniert. Ich hoffe hier trotz allem für mich,
dass dann vielleicht nochmal eine schöne Goldschleie reingeht. Denn wenn ich sehe, dass sie da bis zu 2,5 Kilo oder noch größer werden, dann ist das natürlich schon richtig nice. Bei mir war die ja auf dem Honigteig. Und auch da mit 1 Kilo auch hier nur ein kleiner 6er Haken verwendet. Und ja, 1 Kilo ist jetzt vielleicht dann für den Honigteig auch nicht ganz so nice. Aber wenn ich sehe, auf der Borkenkäferlarve schon über 2,5 Kilo, dann ist das schon ziemlich gut. Und dann kann man da auch schon mal, dann kann man da auch schon mal hoffen, dass da vielleicht auch tatsächlich irgendwann so eine Trophy drauf geht. Ganz simpel auf Borkenkäferlarve. Ist das the way to go? Borkenkäferlarve, Trophy, Goldschleie? Das wär's natürlich. Das wär's natürlich. Unter Ausschluss sämtlicher anderer Karpfen, die dann hier quasi das Leben schwer machen. Ja, so viel dazu. Ich glaube, wir haben sämtliche Infos. Jetzt heißt es einfach, wie gesagt, Geduld haben und sich durch den ganzen Kleinkram hier durchkämpfen. Testen, testen, testen. Bleibt leider nicht aus. Und ich teste jetzt hier auch noch weiter und gleich auch noch die anderen Spots, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Aber tendenziell, wie gesagt, eher bei Warmwetter. Vielleicht mache ich gleich nochmal eine kurze Pause und warte dann auf Warmwetter und Warmwasser. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und viel Erfolg, dass es mit der Goldschleie klappt. Es bleibt trotz allem geduldig sein. Es bleibt einfach Ausdauer haben. Das ist das A und O. Und irgendwann geht das Ding auch rein. Bis zum nächsten Mal.